So, sie tritt einen Schritt zurück. So, sie bleibt vollkommen in Fassung und lässt sie nichts anmerken. Sie tritt einen Schritt zurück und legt irgendwie die Hand auf ihren Säbel und nickt den beiden Wachmännern zu. Herrschaften, wir haben einen Fall von Verderbnis in der Stadt. Ich schlage vor, dass ihr die gute. Also die weibliche Form von Major, Majoressa. Majorin? Ja, das ist das deutsche Wort. Aber ich glaube, im Bund sagst du einfach Frau Major. Egal. Dass ihr die gute Frau Fragmat in Quarantäne bringt, während wir die zuständigen Stellen informieren. Entschuldigung, die Frau Major war ja gerade dabei auszuführen, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, diesen Zustand einzudämmen. Nun, ich bin verpflichtet, jedes Vorkommen von Verderbnis in der Stadt zu melden. Bis sich dies also eine qualifizierte Stelle angesehen hat, kann ich keine Risiken eingehen. Bitte sehr. Und die beiden bewegen sich und die würden dich jetzt dir erstmal von jeder Seite eine Hand auf die Schulter legen. Und erstmal schauen, ob du Spirenzchen machst. Wie ich Viele. warte, ich trete dazwischen jetzt erstmal. Und ich bin verpflichtet, diese Dame wieder zurückzubringen. So, die Situation ist kurz vorm Kippen. Ihr könnt dieser Konsequenz natürlich widerstehen, mind you. Ich, Das ja, klingt ich. wie ein Resolve von Sapphire, Ja, zum Beispiel. ich würde gerne resolven, weil immerhin war ich ja die Person, die es verkackt hat. Ja, Sapphire hat im Grunde schon gesagt, wie er widersteht. Na gut, okay. Ich meine, du kannst jetzt hier wieder irgendwie die Oberhand über das Gespräch übernehmen. Sure, ich sage, die Situation klingt eher nach Sapphire, right? Ja, gut, Was müsst ihr unter euch ausmachen? was ist mit meinem Einwand? So von Ja. wegen, ja, lass uns doch erstmal erklären und die Legion hat das im Griff und bla bla bla. Der hat keinen Effekt. Sie ist ja nicht auf der Schiene, oh, sie haben eine Blight Condition, ich muss da was machen. Sie ist auf der Schiene, oh, die sind gefährlich. Aha, ich habe einen Haken, um sie loszuwerden. Das ist ihre Argumentation. So, du beißt da dann auf Granit mit. Ja, dann muss ich Resolve würfeln. Hast du da einen einzigen Würfel Da habe drin? ich einen einzigen Würfel drin, ja. Du kannst es auch Luga Herzlichen machen lassen, wenn Luga Glückwunsch! mir sagt, wie sie der Sache dann widersteht. Wir werden jetzt gehen, würde ich einfach sagen, und die Hände von den beiden, die mir die Hände auf die Schulter legen, wegschnipsen, mich umdrehen und ganz orientisch mit hoch erhobenem Kopf, als wäre ich brüskiert bis sonst wohin gehen. Und Ich einfach auf würde die den. Dreistigkeit setzen, dass die Gardemechanik keinen diplomatischen Zwischenfall mit der Legion auslösen will. Ganz genau. Okay, sehe ich. Ist definitiv Resolve. Gut. Soll ich würfeln? Möchtest du? Also, ich lasse dir gerne den Wurf. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich würde dir sozusagen, zumindest weil ich ja vorgetreten bin, einen sozusagen Assist anbieten. Kannst du aber leider nicht. Oh, Nee, achso, das ist kann ich gar nicht, okay. bei Genau. Widerständen geht das nicht. Du schaust währenddessen halt dem dir halt etwa einen halben Meter also über dir hängenden Wachmann in die Augen, wenn der zu dir hinunterblickt und ihr euch beide gerade überlegt, ob ihr euch gleich gegenseitig an der Kehle packt. Okay, ja gut, dann werden wir das machen, sozusagen sagst du, wir gehen jetzt, okay, und Nein, dann, dann ja. löst Luga halt die Situation auf und die Obristin winkt noch einmal sacht mit der Hand ab, damit die beiden dann einen halben Schritt zurücktreten und euch ziehen lassen. Die gehen dann mit ein bisschen Abstand hinter euch her, du musst noch würfeln, Tabber. Ja. Mit ein bisschen Abstand hinter euch her durch den Tunnel und nehmen da wieder ihre Positionen ein. Und ihr könnt euch sicher. Was Ihr könnt euch machen sicher wir, wenn sein, wir dass dieser einfach Vorfall. Terror nicht mehr würfeln lassen heute? Ihr könnt euch Ja. sicher sein, dass dieser Vorfall so ziemlich sofort bei der Generalin Brandt ankommt. Ich So. würfel heute einfach nicht mehr. Satz mit X? Das Das war nix. war eine Möglichkeit. Ich habe halt wirklich beschissen gewürfelt. Ich habe heute keinen einzigen Würfel bisher geschafft. Ja, das ist verrückt. Und ich habe viele gewürfelt. Naja, egal. Ja, ich. Gut, jetzt sind wir sozusagen auf dem Weg wieder nach draußen. Was jetzt? Wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Ich glaube, mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Ja, das habt ihr gezeigt. Naja, zumindest haben wir das Gebäude jetzt ein bisschen von innen gesehen, aber wo könnten Sie dieses Ding aufbewahren? Also, sonst laufen jetzt diese zwei Wachen hinterher, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also die laufen euch jetzt gerade auf dem Weg nach draußen hinterher. Die werden euch dann am Torbogen wieder gehen lassen, und weil sie da ihre Position haben, right? Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir jetzt wieder raus sind und einen neuen Ansatz wählen müssen. Warte, ist hier gerade nicht genug los, dass man die beiden kurz ausschalten kann? Oder ist hier sozusagen So, hier sind ist jetzt Leute nicht in der viel Nähe? Betrieb, aber es ist
Sag mal, welche Tageszeit das ist. Naja, wir hatten Mittag, Nachmittag, als wir mit den Wachen getrunken haben. Also weiß ich nicht, immer noch Nachmittag vermutlich. Die Stadt ist ja nicht so groß, oder? Nicht so groß, nein. Ja, dann dürfte. So, hier ist nicht viel los. Die meisten haben irgendwas zu tun. Aber es sind halt schon ein paar Gardisten unterwegs, die sich die Sache natürlich auch ansehen. Ja, okay. Also, drei oder vier sind bestimmt irgendwie in unmittelbarer Reichweite. Ein bisschen zu viel, um jetzt die Axt auszupacken. Leider. Könnte ich mit einem Research Roll oder so eine Vorstellung kriegen, wo wir überhaupt hin müssen? Sure. Also wenn wir jetzt dann noch mal rein wollen. Sure, und dies ist ein Fortune Roll. Okay. Also ich stelle mir vor, dass es sowas in Richtung Laboratorium oder so ist. Und naja, Amrita überlegt sich, wo sie sowas unterbringen würde. Vier. Well, es kann ja nur an einer Stelle sein. Weil die Zelte hier sehen alle wie normale Quartiersunterbringungs. Da schlafen Leute drin, Zelte. Da hat irgendwie zwei Mann zu einem Zelt. Wenn es irgendwo ist, dann in dem Verwalt, also in dem großen Steingebäude. In der Schule. In der Schule. Wir wissen, da werden Kinder verdorben. Tja, es kann eigentlich nur in dem Gebäude sein. Vielleicht irgendwo im Keller oder so. Aber wie kommen wir da wieder rein? Reinschleichen, reinkämpfen. Reinkämpfen ist eine sehr schlechte Idee. Ja, auf Denn jeden Fall. ihr wurdet von der Generalin Brandt hinzugezogen, damit die Sache eben ohne Zwischenfälle abläuft. Was denkt ihr, was da vor sich geht, Major Luger? Ich bin nicht sicher. Möglicherweise wurde etwas, das. Ihr habt doch die Gerüchte über den Uhrwerkassassinen gehört, den man aufziehen muss. Vielleicht ist es mit der Guard genauso. Gewisse Teile von ihnen müssen immer wieder aufgezogen werden. Und das, was diese Teile aufzieht, was sie mit Energie versorgt. Nun, das ist verdorben, korrumpiert worden. Und deshalb fallen sie anheim der Blight. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie schuldig sie sind. Deswegen, wie auch immer wir vorgehen, ich glaube, wir sollten es möglichst vermeiden, Leute umzubringen. Nun ja, also Es. allzu unschuldig können sie nicht sein, wenn sie uns nicht einfach durchlassen. Nun, nein, ich glaube, Rita hat recht. Sie scheinen erstmal keine schlechten Menschen zu sein und wollten nur die Ihren beschützen. Das würde ich genauso tun. Sie haben uns nicht offen angegriffen. Sie haben uns nicht direkt zum Schweigen gebracht, auch wenn sie das sicherlich gekonnt hätten mit ihren mechanischen Kampfanzügen. Das hätte ich zu gern gesehen. Jedenfalls gehe ich nicht davon aus, dass sie uns grundsätzlich böse gestimmt sind. Allerdings stehen wir auf opponierenden Seiten. Wir haben nur die Möglichkeit, heimlich einzudringen und etwas herauszufinden. Das scheint mir die letzte Möglichkeit. Wir haben es mit Untersuchungen versucht und sind gescheitert. Wir haben es mit Reden versucht und sind gescheitert. Wenn wir es nicht mit Gewalt versuchen wollen, dann ist nur noch die Heimlichkeit Mittel der Wahl. Ja. Tja, dann müssen unsere Verkleidungen vielleicht noch besser werden. Oder denkt ihr, wir schaffen es tatsächlich ungesehen hineinzukommen? Nun ja, habt ihr vor, euch einen Arm abzuschlagen und euch einen dieser metallischen auszutauschen? Nein, natürlich nicht. Vielleicht wie sollen wir sie dann noch besser machen? würden uns alleine schon die Uniform von ihnen reichen, zumindest kurzfristig. Uniform, Gasmasken und unsere Masken. Ihr versteht? Vielleicht sollten wir erst einmal den Großalchemisten zurück ins Lager eskortieren. Oder wollt ihr ihn mitnehmen? Nein, ich glaube, das macht wenig Sinn. Er scheint hier genauso wenig Ahnung zu haben, was das tatsächlich ist, das da auf uns wartet. Und wenn es nichts Alchemistisches, sondern etwas Mechanisches ist, Großalchemist verzeiht, aber das ist nicht in eurem Tätigkeitsbereich, oder? Nun, nein, die Mechanik und die Alchemie sind größtenteils voneinander getrennt, wenn es auch hier natürlich in der Vergangenheit Interesse bei den ihre Anstrengungen gab, die in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen sind.
Natürlich, dann bringen wir euch erst wieder zurück ins Legionslager. Ich werde mir noch ein paar Augentropfen mitnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine, sodass nur für den Fall, dass wir in eine prekäre Situation kommen, nun, man mein Leid nicht direkt wahrnehmen kann. Selbstverständlich doch. Ja. Vielleicht könntet ihr uns auch ein Betäubungsmittel oder so etwas zubereiten. Vielleicht wird es das einfacher machen und wir müssten nicht, naja, gleich jemanden töten. Nichts leichter als dies. Jo, das klingt doch gut. Darauf würfeln wir 3W6, verehrter Magnus. Alles klar. Oh Gott, warum muss ich würfeln? Kann bitte heute Eine jemand anders freiwillige würfeln? Glücksfee, würfel mal bitte 3W6, verehrter Magnus. Ich habe heute noch Würfle nicht. mal, damit Warte, wir. Ja, warte, okay, machen wir, aber ich hab noch nicht. Amrita scheint nur Vieren zu würfeln, Terra nur Dreien. Wenn du jetzt nur Fünfen würfelst, ist doch alles gut. Wir müssen herausfinden, ob alle davon Ha. betroffen sind. Vieren und Drei. Okay, Interessant. Ersatzquartiermeister, markiere bitte einen Punkt Blight, verehrter Magnus, als er euch so viel schnell wirkendes, also hier Filmchloroform Betäubungsmittel, wie ihr nur brauchen könnt, zur Verfügung stellt. Gut, ich bin nicht der Ersatzquartiermeister, das wissen wir inzwischen. Stimmt, Gemma, du Hallo, machst das mal. ich bin Chronox. Gut, dann schaue ich mal. Ich drehe jetzt die Tokens. Niemand dreht dir die Tokens. Dreh die Was tut ihr? Tokens! Ja, dann Okay, also versuchen es wir ist. an 3 Uniformen zu kommen, oder? Wenn ihr mir sagt, wie? Es ist nicht so, als könntet ihr sie einfach von der Wäscheleine klauen. Die Sache ist die, also wir wissen, es gibt diese zwei Wachen, die relativ alleine stehen. Ja. Das wären schon mal mit Betäubungsmittel zwei mögliche Uniformen. Plus, an denen müssen wir sowieso vorbei und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass wir mit irgendjemanden, also weißt schon, weil die werden uns ganz genau anschauen, das heißt, die müssen so oder so weg. Die sind aber in Uniform, sprich in Gasmaske. Ja, und die Gasmasken brauchen wir doch auch. Okay. Achso, was ist es wirklich ein, also wir müssen irgendjemand auf den Mund drücken oder was? Du hast recht, er hat Blight genommen, das heißt, er kann euch auch irgendwelche Spritzen geben. Okay. Gut, das ist ein körperlicher Job, das ist ein Job für Sapphire. Das ist richtig. Okay, so, ihr wollt also warten, bis es dunkel ist. Euch dann an die beiden Torwachen anschleichen. Ihr dann irgendwie von hinten packen und denen die Spritze mit dem super coolen Betäubungsmittel in den Hals hauen. Sie dann irgendwie die 300 Kilo, die sie wiegen, um die Ecke schleifen, sie aus dem Zeug rausfriemeln, sie zusammenbinden, da sitzen lassen, euch die Uniformen anziehen und dann damit hineinmarschieren. In der Hoffnung, dass keiner fragt, hey, wo sind eigentlich die Torwachen hin? Diese Gasmasken, also wie einzigartig ist dieses Zeug? Very. Okay, also alles. Das ist so ein dummer Plan, das ist eindeutig, das ist, Also was der Fall zu vorschreibt. Hause nachbauen ist nicht drin. Gut, alles klar. Außer ihr habt irgendwie einen super coolen Uhrwerker. Außerdem ist das unser letzter Ansatz. Ach, mir Mir würden noch würde. zwei oder drei andere einfallen. Ja, schon, aber. Wie gesagt, also ich meine, das ist jetzt meine Idee. Wir wissen, dass der nicht der Es ist ein Taktiker ist. Plan, also es ist einer, Genau. den ich durchaus als funktionabel ansehe. Ist halt Ich eine meine, verzweifelte Aktion. Luba könnte natürlich jetzt sagen, okay, nee, wir wissen, dass Leute von denen sozusagen immer wieder raus und reingehen und wir passen da welche ab. Ihr könntet irgendwie ein paar Uniformen, die im Dunkeln so ähnlich aussehen, präferieren und da irgendwie Stroh reinstopfen und die wieder in die Anzüge stellen und die Anzüge wieder dahin stellen. Hohoho. Ja. Also Mechanikschrecken. Ja, nur so als Idee. Also ich würfel heute nicht mehr. Ich sag's Halt, weil euch, wie es die haben ist. ja. Die stehen da basically im Dunkeln. Weil vermutlich haben die irgendwie auch Eulentränen bekommen. Stehen da halt rum und die haben halt alle möglichen Arten von Leuchtdingsies und so. Aber die stehen da im Dunkeln, meinetwegen im Halbdunkeln und irgendwie in dem Tunnel brennt halt ein Licht, das sie so ein bisschen anflackert. Aber wenn ihr halt Dinge habt, die so ähnlich aussehen, weil man achtet ja nicht auf die Torwachen, wenn man da ein- und ausgeht. Ich sage es halt eben die, aber wir müssen nicht einmal noch mehr verlassen. Du musst uns jetzt eigentlich diese Uniform hier erschaffen. Ich? Ja, mit deiner Also du musst die Fähigkeit. herbeichanneln, du musst die definitiv Ach herbeichanneln. so, ja, gut, okay, das channel ich herbei, gut, alles klar, ich channel die Uniformen herbei. Es ist trotzdem ein Sway. Ja, ich benutze meinen Channel Use
Ich gehe zum Quartiermeister, sag: Aschrakan, wir brauchen Uniform. Ja, Sekunde, ich muss hier eben die Schublade rotieren. Nein, ist wirklich wichtig. Komm jetzt. Na gut, er legt die Schublade wieder hin, als irgendwie ein Werkzeug drin reingeklemmt. Ich beschreibe ihm die Uniform und er Ja, sagt: also keine Okay. Ahnung, er hat natürlich alle seine Laborer, vielleicht ist irgendwie ein Schneider bei, er regelt das, wenn du mir jetzt endlich zwei würfelst. Da ist die 6. Okay, ihr habt. Die Uniformen sehen gut aus, right? Sie sind im Dunkeln täuschend echt. Die Gasmasken sind halt Standard-Legionsausführung. Die Legion hat halt keine Standard-Gasmasken, aber er hat halt irgendwo welche. Und davon nimmt er welche und die präpariert ihr ein bisschen, damit sie so ähnlich aussehen, wie du ihnen die Beschreibung geben kannst. It'll be fine. It'll be fine. Im Dunkeln ausreichend. Also dann präpariert ihr halt zwei, bei der Feuerwehr haben wir sie immer Hugos genannt, die Stoffpuppe in der Uniform, die Strohpuppe mit der Uniform drumherum. Und ab geht's, right? So, Zephyr, sag mir doch mal genau, was du vorhabt. Also, jetzt, da wir sogar Uniform anhaben, also der Plan ist, Nein, die sind ich. nicht für euch. Genau, die sind für die Strohpuppen. Die Ach sind so, für die die sind für die Strohpuppen. Die sind Strohpuppen. nur gut genug, dass sie im Dunkeln nicht auffallen. Ach so, okay, Entschuldigung. Die sind nicht gut genug, Gut. wenn ihr jetzt irgendwo langlauft, dass sich das nicht jemand denkt, hey, warum hast du das falsche Rangabzeichen da dran? Oder ähnliche Dinge, die in den Kriegsfilmen passieren. Okay, Ja, aber ja, das also Ding ist. mein Plan war wie folgt. Da ich nicht mal ihn umdisponieren muss, kann ich es ja so einfach so sagen. Es Ich ist. gehe da wirklich schnurstracks drauf zu. Ich brauche am besten Amrita und Mayo Luga, die hinter mir sozusagen irgendwie so ein bisschen Tumult machen, dass sie so tun, als ob sie mich aufhalten wollen würden. Und dann, wenn die beiden Wachen sozusagen, ist er hier von wegen Stopp und bla bla bla, das sage ich halt eben, ich habe irgendwas da drin verloren. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, mein Amulett da drin liegen lassen und jetzt will ich da wieder rein und die werden mich hier aufhalten und ich gehe natürlich dann sozusagen breitbeinig auf die zu, die wollen mich mit der Hand stoppen, ich hack einen von den beiden und aus blitzschnell die erste Spritze rein, springe auf den zweiten und jag die zweite rein. Okay, so, das ist eine verzweifelte Aktion, denn die sind in den Anzügen halt und in der Überzahl. Und der Effekt ist begrenzt im Sinne von, ja, du kriegst einen, aber dann stehst du da mit dem anderen und der weiß, dass irgendwas nicht koscher ist. Und musst dann von da aus und bist dann in einer verzweifelten Position, musst von da aus hantieren. Okay, dann So sehe ich das jetzt. ich bin bereit, mich zu pushen, damit ein Standardeffekt draus wird. Okay. Das ist sozusagen, es passiert genau, wie ich es gerade beschrieben habe. Sozusagen, ich gehe auf die zu, die wissen nicht, was sie mit Du mir anfangen sollen haust dem und. anderen halt irgendwie die Spritze in den Wanst und der braucht dann so 5 Sekunden, um wirklich von benommen zu umgefallen zu gehen. Wenn das weiß der andere nicht so wirklich, was los ist, versucht dich nur an der Schulter zu packen und dann kannst du dich noch umdrehen. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Okay, bin ich gut, können wir machen. Ist immer noch verzweifelt. Ja, da komme ich nicht raus. Dann mit dem Push. Was ist das für ein Skill? Skirmish? Manöver hätte ich gesagt. Skirmish. Ich nehme Skirmish. Ich nehme Skirmish. Es ist, auf jeden Fall würde ich Scout sehen. Nee, ich sage ja, ich schleiche mich da nicht an. Ich mache das Jetzt, nicht. ich Ich gehe sehe, auf. pass auf, Ich gehe. der Knackpunkt an der Sache ist tatsächlich nicht irgendwie ranzukommen oder halt die beiden auf die Aufmerksamkeit auf die Richtung. Der Knackpunkt der Sache ist wirklich zügig, präzise und mit Gewalt die beiden zu betäuben mit den Spritzen. Das klingt wie Skirmish, right? Dann ist es Skirmish. Ja. Egal, aber ein XP. Ja, XP. So, Aber teuer. ich denke, was passiert ist, der Anfang des Plans läuft super, right? Du kannst dem einen die Spritze in den Wanst hauen und der wird sofort ein bisschen benommen und fällt dann in den nächsten 5 bis 10 Sekunden um und vermutlich fängt ihn von den anderen beiden dann einer auf, bevor er groß klappernd Geräusche macht. Das ist free. Und du drehst dich dann um mit der Spritze und der andere packt dich gleichzeitig am Hals und das irgendwo entspannt sich eine Feder. Und so langsam aber sicher wirkt sich dann dieser eiserne Griff zu, bis du ihn auch mit der Spritze kriegen kannst. Und bis du dich da rausgebunden hast, hast du irgendwie total zerquetschte Luftröhre und Level 3 Harm. Okay. Ich würde mal sagen, also ich habe ja trotzdem Fine Armor an. Die darfst du natürlich benutzen. Und wir machen währenddessen eine kleine Uhr auf, die der Alarm ist. Das heißt, den muss ich erstmal durch diese Armor durchdrücken. Sind wir bei Level 2 haben.
Und ich bin wahnsinnig genug, jetzt nochmal Prowess zu würfeln, weil ich sozusagen versuche, das Ach jetzt so, du auf. hast ja keine Heavy Armor mehr. Oder das ist Heavy Armor, oder? Es Ja, ist es ist Fine Fine Armor, Armor. okay. Ja, ich bin es gewohnt, dass ihr immer Heavy Armor und Schilde und sonst nichts habt. Ja, ich sag mal so. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich gehe jetzt da mit Laut rein, mindestens, aber ich glaube, das ist nicht drin, dass ich jetzt einfach sage, ich ändere jetzt meinen Laut dort mittendrin, also deswegen habe ich nichts Haben wir gesagt. vermutlich drüber diskutieren können. Either or, schreibt ihr natürlich im Prowess XP auf. Habe ich gemacht? Ja, jetzt will ich, dass ich noch einmal würfeln, um da sozusagen, um da rauszukommen, während ich mir die Spitze reinjage. Also ich meine, die Spitze jage ich ihm rein, das Ding drückt sich zu, aber während, aber sozusagen, also. Ich sag, die Aktion ist sozusagen, er packt mich am Hals und es drückt sich zu, ich hau ihm die Spritze rein, er guckt blöd nach unten und ich währenddessen versuche ich mich dagegen zu stemmen, dass der mir nicht jetzt im Umfallen ja, den Hals umdreht. Da ist die 6, ja. Das ist ein Okay. Durchstress. Und dann stehen Amrita und Lugan nämlich an bereit auf jeder Seite, um die so ein bisschen auffangen können die sie nicht, aber so ein bisschen zu stützen und zu balancieren, bis sie dann an eine Wand lehnen Ach, können den oder einen so. müssen sie nicht auffangen, der hängt ja an mir dran. Also. Okay, gut, ich schreibe jetzt mal auf leichte Quetschung Hals. Yes. Der wird noch ein paar Tage heißer sein. Ach, M. Eukal hilft da. So, wie geht's von hier aus weiter? Oh, ihr könnt natürlich auch dem Alarm widerstehen, wenn ihr möchtet. Also den 3 Ticks auf der Alarmuhr. Ich schreibe mal Alarm drunter. Ich habe leider nur noch einen Stress offen. Ich würde das gerne nicht machen. Du hast dich ja heute auch schon eingesetzt. Ich meine, Amrita hat schon eine 6 gewürzt, sie könnte das versuchen. Die sind aufmerksam. Die werden quasi misstrauisch. Wodurch? Also, dass wir Lärm machen oder? Basically, wenn die Uhr voll ist, fällt jemandem auf, entweder fällt jemandem auf, hey, die Wachen sind nicht echt. Okay, ja. Ich würde versuchen, dem zu resisten und vielleicht können wir es irgendwie so erklären, dass Amrita eine besonders gute Stelle findet, um die Nicht-Leichen zu verstecken. Okay. Eine Mülltonne. Mal einen Mist Inside? würfeln geht's bestimmt. Inside, ja, klar, warum nicht? Das war Teuer erkauft. teuer, aber Teuer ja. erkauft. Aber dafür Okay. sind die Ticks weg, das ist was wert. Ich mache Ja. tatsächlich alle 3 Ticks weg. 3 Stress für 3 Ticks, das klingt fair. Okay. Erste Hürde genommen. Wie geht's So, weiter? wenig später sind 2 von euch mit Gasmasken und den echten Masken und den schnicken Hüten und den hier gestärkten Uniformen ausgestattet. Und ihr habt eine basically perfekte Verkleidung. 2 von euch. Also ich würde sagen, Amrita geht rein, weil die unsere Researcherin ist. Und ich hätte so gern einen Sniper dabei. Aber Das ist eine Assault Mission, so der ist Sniper. gestresst. Ja, Der ist ich gestresst, weil du ihn auch. überall haben Ich willst. auch. Das ist Ja, immer, gut. das ist bei dir immer so. Du bist immer gestresst. Da kann ich nichts dafür. Ich nehme halt den Stress. Ja, und ich weiß nicht. Macht es Sinn, Sapphire reinzuschicken oder soll ich mit reingehen? Kommt drauf an, was du erwartest. Also. Wenn ihr euch rausblastern wollt, falls die Sache schief geht, ist Sapphire besser. Falls ihr euch raus talken wollt, falls die Sache schief geht, ist Luga besser. Ja. Die Sache ist halt auch wirklich die. Also egal, also wenn du jetzt du mitgehst, ich gebe dir die Flare gun mit, weißt du. Gib mir Ja. Signal, ich kann auch so reinkommen. Das ist richtig. Klingt logisch. Komm, dann machen wir es so. Ich würde dann reingehen und Sapphire auf Bereitschaft halten. Im Endeffekt ist es meine Mission, ich muss sie anführen. Ich bin am Ende dafür verantwortlich, ob sie scheitert oder nicht. Sehr ehrenhaft. So kommt man nach Valhalla.